Tafadda. Gesagt, es wird gefragt, wie antwortet man am schönsten, wenn jemand einen dafür kritisiert, dass man zum Beispiel nach der Verbeugung die Hände hebt. Derjenige sagt, man soll unterlassen, um andere nicht zu verwirren und es nicht machen. Wie antwortet man am besten, wenn jemand nach der Verbeugung... Wenn jemand dir sagt, du sollst nicht nach der Verbeugung die Hände heben. Nach der Verbeugung, wenn man hochkommt? Genau. Er sagt, Hände du sollst heben. Nicht die Hände heben, weil da du jemanden dadurch verwirrst und du sollst es unterlassen. Wie soll man jemand antworten darauf? Einer sagte, man soll nach der Verbeugung nicht die Hände heben, obwohl das bestätigt ist in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber man sagt ihm, mach das nicht, damit du nicht andere verwirrst. Allgemein, diese Tat ist bestätigt. Die Überlieferung ist von Ibn Umar radiallahu anhu bei Al-Bukhari, dass er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hob seine Hände in 4 Positionen. Und eine davon ist nach der Verbeugung. So. Aber jetzt sagt man, bitte heb deine Hände nicht, weil du betest zum Beispiel hier unter Ahna, unter Leuten, die der hanafitischen Rechtsschule folgen, damit du keine Verwirrung unter ihnen stiftest. Einer sagte, manchmal ist es beliebt, eine beliebte Tat zu unterlassen, um die Herzen der Leute zu gewinnen. Manchmal ist es beliebt, eine beliebte Tat, hat er gesagt, eine Pflichttat? Hat er eine Pflichttat gesagt? Nein, sondern eine beliebte Tat zu unterlassen, damit man die Herzen der Leute gewinnt. So, und wenn das so eine Gemeinschaft ist, in der das so praktiziert wird und deswegen Fitna aufkommen könnte, kann er das lassen? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.